Willkommen im Spooktober mit eurem Wolf. Wo bin ich überhaupt hier? Ach ja, hier. Wir machen weiter bei Murdered So Suspect. Und ich dachte mir, eigentlich will ich nicht alle scheiß Collectibles sammeln. Ah, Cutscene. Zurückgekommen. War ich das? Hey, hey! Komm zurück! Die sind nicht für dich. Klasse. Sieht nach einer Art Code oder sowas aus. Naja, ich gehe mal lieber nach oben, bevor die Polizei die Beweise wegschafft. Nicht so schnell hier. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nicht alle Collectibles mitnehmen, aber... Hey, was hier? Ist vielleicht nicht ganz so verkehrt, einige wenigstens mitzunehmen. Oder zu versuchen, alle mitzunehmen. Egal ob offscreen oder onscreen. Recht und Unrecht sind beide blind. Okay. Ich hatte mir auch eben mal ein Video angeschaut, wo ein paar dieser Collectibles sind, weil mir, glaube ich, nur noch insgesamt... Weiß okay, ich gar nicht. Jungs, platziert eure Einsätze und hofft auf mehr Glück. 50 oder 20 fehlt, irgendwie so. Nee, weniger. Was ihr noch nicht gesehen habt, ist der nette kleine Dämon. Der ist auch noch nicht hier, glaube ich. Hoffe ich. Ach schade, ich wollte in den Schrank. Ich wollte Monster im Schrank spielen. Was machst du hier? Hey, macht es Spaß, Kinder zu erschrecken? Wegen der Kleinen habe ich alles verloren. Es sollte ein einfacher Job sein. Leicht verdientes Geld. Was meinst du? Sie ist nur ein Kind. Spielt keine Rolle. Ihr Vater schuldete den falschen Leuten zu viel Geld. Sie war nur eine Rückversicherung. Und da kommst du ins Spiel? Hab sie einfach so einkassiert. Nachdem alles vorbei war, hätte ich sie gehen lassen. Ich vermute, es war nicht so einfach. Mag sein. Aber sie schuldet mir was. Und ich gehe nicht, bis die Schuld beglichen ist. Lass gut sein. Könnte eine Weile dauern. Keine Sorge. Ich kann warten. Ja, viel zu tun hast du eh nicht. War ja noch irgendwo was ich vergessen habe. Ich muss morgen arbeiten. Die ganze Episode soll natürlich nicht darauf basieren, dass wir den ganzen Tag nur Dinge einsammeln. Ich glaube, hier war auch nichts mehr. Und wenn nicht, mache ich das halt offscreen zu Ende. Das sieht nicht grundsätzlich nett aus. Ein Dämon! Woo! Lass mal stecken, Dämonenvieh. Wenn Dämonen dich wahrnehmen, jagen sie dich und zerstören deine Seele. Die Rückstände von Geisterseelen verbergen deine Präsenz vor Dämonen. Verstecken! Du kannst dich zwischen Objekten zum Versteck hin und her bewegen, um Dämonen auszuweichen. Wenn Dämonen dich eine Weile nicht finden können, geben sie die Suche auf und verschwinden. Das möchte ich aber gar nicht. Sich Dämonen nähern, halte F gedrückt, um Dämonen durch die Wände zu sehen. Nähere dich einem Dämon stets vorsichtig. Hat er aufgegeben? Ist das der Suchmodus von ihm oder hat er aufgegeben? Er zuckt auf jeden Fall noch dumm rum. Na gut, Moment.
Du musst dich von hinten an einem Dämon anschleichen, um ihn zu vernichten. Halte R, um zu versuchen, ihn zu vernichten. Ganz vergessen. Skatzbläh. Mag ich nicht. Wie heißt? Quicktime-Events. Mag ich nicht. Aber wenn es bei WASD bleibt, dann dürfte ich da eigentlich mit klarkommen. Ich wollte gerade sagen, das klingt nicht nett. Ich kann aber nicht irgendwie, oder kann ich doch, irgendwas machen, um die anzulocken? Kapauz! Weg ist der Typ. Ah, jetzt den. Kapratz! Weg ist das Vieh auch. Ah, jetzt back to the start. Moment. Da leuchtet was. Ich würde sagen, das haben wir entdeckt. Gibt's hier noch irgendwas? Irgendwas Hübsches? Das sieht nicht nett aus. Mich interessiert das Warum mehr. Scheiße. Warum hast du das getan, Kleiner? Die Stimmen. Diese verfluchten Stimmen. Ich hatte Angst und war allein. Ich wollte bloß, dass sie aufhören. Warum hast du niemanden um Hilfe gebeten? Ein Arzt oder ein Freund oder so? Niemand hat zugehört. Niemand hat mich ernst genommen. Nur so konnte ich sie zum Schweigen bringen. Da war so viel Lärm. Aber jetzt ist es still. Endlich still. Tut mir leid, so hätte es nicht enden dürfen. Ja. Wenn du die richtigen Freunde brauchst, sind nur die falschen da. Genau so läuft das ganze Beschissene. Habe hier noch irgendwas? Irgendwas Interessantes, was wir mitnehmen könnten. Und nicht nur Collectibles, sondern vielleicht auch einen Fall. Poltergeist. Ey, da lag doch gerade jemand auf dem Bett. Oder nicht? Hey, da ist noch was. Das nehmen wir noch mit und wir machen uns auf den Weg nach oben. Das ist der Schlimmste. Oder auch nicht. Ach so, hier war der Typ. Hier war doch eigentlich nichts, oder? Habe ich wirklich schon wieder alles vergessen, was mir eben gesagt wurde in diesem einen Collectibles-Video. Moment, war hier nicht so eine Wandmalerei oder sowas? Ach, keine Ahnung. Hey, was liest der? Egal, wir wollen mal weiter gucken. Oha. Hier ist es schweigsam und still. Crime Scene! Okay, Leute, ich muss Sie bitten, Abstand vom Tatort zu halten. Was ist hier passiert? Ich fürchte die Untersuchung, Leute. Hey, meins. Wurde aus dem Fenster geworfen. Genau. Können wir rein? Hey, Broyles. Hast du das Mädchen gesehen, das hier wohnt? Wenn sie auftaucht, sag mir sofort Bescheid. Verstanden? Baxter sucht das Mädchen. Oh Mann. Wo hat er die Kippe her? Schon vergessen. Verdammt. Die war ein Geschenk meiner Mom. Oh Mensch, wieso schenkt meine Mutter mir sowas nie? Ich frage mich, was der Mörder hier überhaupt wollte. Was habe ich übersehen? Spionisieren. Erstmal weiß ich, dass es hier noch was zu sagen gab. Ich weiß nicht, wie das noch enden soll. Der Mörder ist der Polizei ein Rätsel und ein lauernder Schatten in meinem Leben. Wenn ich Joy nur irgendwie schützen könnte, ich würde alles tun. Sie sogar wegstoßen, solange sie dann sicher ist. Joy. Okay, die Kleine heißt Joy. Das ist schon mal gut.
würde sagen, suchend, oder? Zufällig? Nee, suchend und zielsicher. So, dürfte ich mal. Sehr nette Cutscene. Oh, nice. Und Stuff. Na gut. Und hier war, soweit ich weiß, genau, ein Boiler. Hinweise. Also diesen Tathergang, den kriegen wir jetzt aber noch raus, würde ich sagen. Moms Geschenk. Achso, das ist nur eine Lampe. Na gut. Ja, gib erstmal die kleinen Mini-Fakten ab, die hier überall rumliegen, wo schon Schildchen sind. Ach da. Warum glaube ich, dass der Kampf verdammt weh getan hat? Außerdem sei nicht so pessimistisch. Das war nicht dein letzter Kampf. Zumindest nicht allgemein. Sie ist verängstigt. Sich versteckend. Beobachtend. Scheiße, wenn wir nicht aufgetaucht wären, wäre die Kleine echt im Arsch gewesen. Gibt's hier noch Stuff? Hinweis, Stuff? Ja, jetzt kommt nämlich das, wo ich mich jedes Mal vertue. Weil ich immer vergesse, alles zu finden. Du! Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Irgendwie konnte ich doch... Irgendwie haut er ab. Hier war ich schon drin, ne? Ja, hier waren wir schon. Haben wir hier was vergessen? Das kann nicht alles sein. 8 von 14. Hallo? Worst round ever? Ne. Na, gucken wir doch mal im Detail alles durch. Kann ja nicht schaden. Ja, ich verstehe Ihre Besorgnis. Hast du noch was? Scott sollte sich mal entspannen. Warum will jeder die ekligen Details wissen? Was ist so? Gott, warum erzählen sie uns nichts? Frag dich lieber, warum du es wissen möchtest. Warum war der Mörder hier? Er wollte... Naschkram. Ich bin mir sicher, dass er das wollte. Da, die Fotos, die will ich haben. Das ist noch ein Hinweis. Ich muss die Untersuchung abschließen, bevor ich hier weg kann. Ach ja. Ich dachte, das wäre ein Hinweis. Sorry. Verarschen jetzt? Ah, da. Ich glaube, ich halte zu sehr Ausschau nach Hinweisschildern. So leicht ist es dann wohl doch nicht. Immer noch nicht. Was muss ich nochmal machen, damit ich dem sagen kann, er soll da weggehen? Ich weiß nämlich, dass diese Fotos da ein Hinweis sind. Die Frage ist nur... Wie kriege ich den da weg? Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich was. Das Paketchen ist kein Hinweis. Hinter der Tür ist kein Hinweis. Das war ein Hinweis. Ist aber schon fertig. Ah, stopp, stopp. Ich würde sagen, einpacken und weggehen. Warum hat die im Schrank gepennt? Hat die im Schrank gepennt? Na gut. Rechnen wir den Hinweis dazu, den ich schon kenne. Und zwar den Typen, der da weggehen muss. Dann haben wir 11. 3 beschissene Hinweise fehlen noch. Hä? War da nicht gerade was? Ach nee, das war das hier. Alles voll schnoddern. Yay. Ach komm schon. Lass mich dich weggehen Mann, lassen. Wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Screw you. Bitch. Nein. So schlimm ist er noch nicht. Jetzt nicht, die Scherben da unten sind Einzelhinweise. Nein? Gut. Ach komm schon. Okay, keine Hinweisschildchen gucken. Der Mörder hat sie gesucht. Wir haben das Buch gefunden. Die Tasche gefunden. Vielleicht sollte ich jetzt mal lieber darauf achten, was in der Umgebung so passiert.
Ich wollte nicht durch die Wand, ich wollte eigentlich nur hier rumschlendern. Mal gucken, was wir hier noch so finden. Hallo Mädchen. Wieso kann ich durch die Geisterwand da nicht durch? Nur weil ein Mädchen da steht? Hallo? Ich wette, wenn ich mir die Aufnahme gleich anschaue, und das werde ich tun, allein um sie zu schneiden, dann kommt... Hey! Stopp! Da war der Hinweis! Hey, da war der Hinweis! Ich hasse solche Momente. Vielleicht sollte ich mir die Aufnahme angucken, bevor ich hier alles abschließe. Hatte ich hier schon geguckt? Hier war nur das eine Stuff. Ach, komm schon! Ich könnte jetzt auch die Antwort schon finden. Ich glaube, das mache ich auch im Notfall. Aber ich will, dass der Typ da weggeht noch. Er guckt sich die Fotos an. Ja, schön für ihn. Irgendwie konnte ich den doch... Oder was? Nö. Irgendwie konnte ich den doch dazu bringen, dass er weggeht. Vielleicht mit seinen Kollegen nochmal quasi reden, beeinflussen. Nein. 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 Warum fällt mir keine originelle Frage ein? Ja, sehr wichtig. Ich sollte bei diesen Leuten bleiben, wenn ich gehe. Weil? Ist nur so eine Frage, aber weil? Gibt's hier noch was? Nö. Ich möchte mal schwer behaupten, der wollte die kleine Joy haben. Und sie wollte ihre Sachen packen. Und wurde quasi partiell ein bisschen überrascht. Und wir haben den Überrascher überrascht. Yay! Und sind tot. Nö. Ach komm, wo ist das kleine Splitterdings, das ich übersehen habe? Zudem, ich müsste den Kontrast mal ein bisschen ändern. Es ist echt krass dunkel hier. Komm, Typ. Mann, wir müssen die Mieter finden. Geh weg. Wenn sie noch leben. Warum kann ich nicht spähen eigentlich? Bei dem, was der sieht. Er müsste ja gar nicht weggehen. Es würde mir vollkommen reichen, wenn ich einfach sehen könnte, was er sieht. Ach, komm schon. Na dann, versuchen wir es. Warum war der Mörder hier? Warum war der Mörder hier? Ich würde sagen... Der suchende Mörder und die versteckte Zeugin. Kapaui! Sie sind verhaftet. Da bin ich also reingeplatzt. War er hinter dem Mädchen her? Wo ist sie hin? Haha, so läuft das nämlich. So. Können wir jetzt wenigstens beeinflussen. Sachen? Mädchen? Mögliches Ziel? Papier? Mädchen. Nicht.
Zeugin. Was würde ihn dazu bringen, die Akte zu bewegen? Oha, etwas noch nicht entdeckt. Na. Ah. Vielleicht würde ihn das ja bewegen. Oh, wo sind jetzt die Bilder? Da. Ich sollte Rex dieses Foto für die Vermisstenmeldung geben. Ist das so? Uns fehlt immer noch ein Hinweis. Ah? Priester. Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Oh, Weile. Natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Kapaui, alle Hinweise. Kann man speichern? Nö. Dann, Kuh. Aus dem Fenster geflogen, auf der Straße erschossen und du siehst dich nicht mal nach Zeugen um? Dieses Mädchen ist meine einzige Spur. Ich muss sie finden. Tun wir. Hallo? Ich glaube kaum, dass du dir wehtust, wenn du springst. Ich weiß, es kann mich nicht umbringen, aber ich hasse Höhlen trotzdem. Oh, wie süß, wir sind ganz sanft gelandet. Aber hiermit beende ich auch die aktuelle Folge. Das Mädchen suchen wir in der nächsten Folge. Also die Zeugin. Und ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wenn euch die ganze Folge gefallen hat, dann haut dem Like-Button eins in die Fresse. Bang! Grüß von mir. Und lasst mir ein Abo da und ihr verpasst nichts im Spooktober. Bis dahin, euer Wolf.